Meine Lieben, es ist wieder soweit. Mittagspause mit Bahar. Und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du dir heute Mittag Zeit nehmen kannst für diesen Live-Talk. Vor ein paar Tagen war ich ja schon mittags live hier mit euch. Und was da in diesem Live-Talk abging, was für immense Energie ich von euch bekommen habe, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und jetzt schreiben schon so viele, hallo, hey du liebe Seele, hallo meine Liebe, so schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe heute mal meine Haare ausgepackt. Ich dachte mir, wir sind ja im Löwenmonat, ich bin doppelter Löwe. Und ja, meine Mähne halte ich oftmals zurück, aber heute wollte ich sie nicht bändigen, konnte ich sie nicht bändigen. Und es gibt wieder ein paar ganz, spannende, aufrüttelnde Themen, die ich vorbereitet habe. Ein paar konfrontierende Dinge. Ich werde hier heute wieder sehr ehrlich zu euch sein und mir wirklich von Herzen Mühe geben, das, was du fühlst, in Worte zu fassen. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für das ganze Feedback bin, das ich von euch erhalten habe zu meinem letzten Live-Talk, der Weckruf. Ehrlich Leute, ich habe nicht damit gerechnet, in keinster Weise. Und ich lasse ja immer wieder so meine Hämmer raus. Und mir war nicht bewusst, dass ihr so sehr darauf gewartet habt, dass ich dermaßen abgehe. Und wenn du es feierst, wenn ich abgehe, dann werde ich weiterhin abgehen. Ja, ich glaube, die Tonqualität passt soweit. So schön, was ihr auch schreibt. Du bist eine wunderschöne Seele. Oh, danke, meine Liebe. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass wir hier gemeinsam diesen Raum teilen dürfen. Und ich freue mich total, dass diese Mittagstalks bei euch so gut ankommen, denn die effektivste Zeit, die ich wirklich durch den Tag hindurch erlebe, ist so die zwischen 10 und 15 Uhr. Da bin ich wirklich on fire und das kann ich hier auch jetzt bewusst nutzen. Ich sehe schon, ihr schreibt weiter abgehen, ja bitte. Ja, wisst ihr, das kann man natürlich nicht auf Hauruck machen, sondern ich muss es wirklich fühlen. Und das, was ich heute mit dir teilen möchte, das fühle ich in der Tat. Zu 99% der Fälle hat das Video von vor ein paar Tagen positive Wellen geschlagen. Und so viele Menschen, die mir auch geschrieben haben, dass jetzt so eine immense Erleichterung fühlen, weil sie jetzt auf einmal das, was sie fühlen, nicht mehr verurteilen und es sich für sie einfach jetzt gut anfühlt, mit diesen Gefühlen nicht alleine zu stehen, dazustehen. Und wisst ihr, was so spannend ist? Meine heuschnupfenartigen Phänomene haben seit diesem Live-Talk haben sich immens verändert und ich habe so das Gefühl, dass diese Wahrheit, die ich ausgesprochen habe, dass diese Empfindungen, die ich mit euch geteilt habe, die haben wie so eine Entlastung in meinem System ausgelöst. Und in den letzten Tagen hatte ich kaum diese Phänomene, nur ganz, ganz kurz. Aber es hat sich wirklich gebessert und es wäre für mich super spannend, auch von euch mal zu erfahren, wie es euch aktuell geht, ob ihr eine gewisse Entlastung spürt, wie sich das im Moment für euch anfühlt, vor allem für diejenigen, die vielleicht den Live-Talk schon gesehen haben. Ich würde dir auch empfehlen, den Live-Talk, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe und hochgeladen habe, dir vielleicht auch noch anzuschauen, weil ich werde da immer wieder auch Bezug dazu nehmen. Da schreibt jemand, ist es besser geworden? Bei der Daniele wurde es schlimmer. Mir geht es aktuell sehr gut. Entlastung, ja, Entlastung. Wow, das freut mich sehr. Okay, also ich steige jetzt mal direkt in das Thema ein. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, eine von den Botschaften, die durch die Elohim kam, war die, dass uns die dunkelste Zeit bevorsteht, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Und was sie exakt mit dunkel meinten,
Das kann ich hier an dieser Stelle gar nicht so ganz genau sagen. Es kann sich auf die Sonne beziehen, es kann sich auf die Stromversorgung beziehen, es kann sich aber auch einfach auf Situationen und aufkochende Situationen im Außen beziehen. Ich kann es dir nicht exakt sagen, was sie damit meinen. Und als ich das gehört habe, musste ich mich daran erinnern, und das war in der Energievorschau 2019, da habe ich davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir mindestens zu einer Person eine intensive Verbindung aufbauen sollten. Das heißt, die Verbindung, die wir zu unserem Partner, zu unserer Partnerin haben oder zu unseren Kindern, dass mindestens eine Herz-zu-Herz-Verbindung gepflegt werden sollte, weil es sein kann, dass diese Verbindung immens wichtig wird. Und dann kam ja die ganze Sache mit Lockdown und wir waren so sehr fixiert aufeinander. Und das war wie so die Ankündigung und auch die Bestätigung dafür, dass das, was dadurch kam, eigentlich auch richtig war und dir vielleicht auch damals geholfen hat, deinen Fokus auf den Fluss der Liebe zu richten gegenüber den Menschen, die dir am nächsten stehen. So, und wenn wir jetzt das nochmal uns anhören, die dunkelste Zeit in der Menschheitsgeschichte, dann kann es einen Teil in dir geben, der mich dafür verurteilt, dass ich das mit dir teile. Dass du dir denkst, Baha, das ist doch nur Angstmacherei. Ich für meinen Teil, ich möchte nicht dieses Feld nähern, das ist, könnte dein Gedanke sein. Ich möchte nicht diese Angst nähern, ich möchte nicht daran glauben, dass es die dunkelste Zeit in der Menschheitsgeschichte sein wird. Ich nähere dieses Feld nicht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der spirituellen Szene sehr, sehr oft lesen und hören, oder? Dass man versucht, diese Angst, die da geschürt wird, die kann natürlich auch durch solche Botschaften geschürt werden, dass man diese Angst nicht reinlassen möchte. Das heißt, man sagt, okay, ich glaube nicht daran, ich glaube daran, dass alles wieder gut wird, ich glaube daran, dass es einen Plan gibt, dass es wieder alles wieder wunderbar sein wird, daran möchte ich glauben. So, das Problem ist nur, wenn du das sagst, aber nicht spürst und wenn dein Gefühl dir eigentlich das Gegenteil sagt, du versuchst dir das aber einzureden, dann entsteht eine immense Inkongruenz in dir. Und diese Inkongruenz lehrt dir auch etwas. Das heißt, du lernst Inkongruenz und die Inkongruenz, die spricht zu dir und die sagt, du darfst nicht nach dem, was du fühlst, handeln oder sprechen. Weil ich glaube, das ist aktuell der gemeinsame Nenner. Großflächig, kollektiv und es betrifft uns alle. Wir spüren auf einer tiefen Ebene alle, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und dass die Fakten, die Zahlen, das, was wir in den Medien, in den Nachrichten lesen, dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann. Wir spüren das alle und vielleicht denkst du dir, ah ja, du, meine Nachbarin oder mein Nachbar, die sind so überzeugt davon, dass das alles ja logisch ist, dass wir uns auf die Fakten und die Daten und die Wissenschaft verlassen sollten. Wieso sollte man denn irgendetwas Böses uns antun wollen? Ich weiß, dass du diese Menschen in deinem Umfeld hast, oder? Und die sind natürlich, wir sind in der Minderzahl, sage ich jetzt mal. Die das einfach bewusst spüren. So, die Nachbarin, der Nachbar, der das sagt, der sagt, hey du, ich habe das kann doch nicht sein und das abstreitet. Sogar sie fühlt auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, dass da was nicht stimmt. Weil Intuition ist unser spirituelles Geburtsrecht, das kann man niemandem nehmen. Aber man kann es sich abtrainieren. Und dann gibt es, also das ist eine Gruppe von Menschen. Das heißt, die das komplett abstreiten und die zu dir sagen, nein, das kann doch nicht sein. Die Politiker,
die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie, die meinen das alle doch gut mit uns. Die wollen doch nur das Beste für uns. Die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen. Und sie schaffen es vielleicht zum Teil auch, weil sie nicht den Mut haben, zu fühlen. Wir haben, und da nehme ich mich nicht außen vor, wir haben alle diesen Mut verloren, wieder zu fühlen. Und uns auf unser Gefühl zu verlassen. Und ich glaube, dass wir auch die Angst haben, dass wenn wir unserem Gefühl folgen, dass wir mit einem Schlag alleine dastehen, weil unser Gefühl komplett konträr ist zu dem, was wir laut den Nachrichten und Medien fühlen sollten. Da besteht einfach eine riesengroße Kluft. Und weil wir das spüren, weil wir das wissen, unterdrücken wir unser Gefühl. Die eine Gruppe, das ist die Nachbarin, der Nachbar, sagt, oh ja, die meint's doch alle so nett und so gut. Ich glaube an die Wissenschaft. Wisst ihr, das mit der Wissenschaft, das ist ja wie eine neue Religion geworden. Früher hat man gesagt, ja, ich glaube der Kirche, das, was die Kirche sagt, ist das Richtige, das ist Gottes Plan und so weiter. Und jetzt haben wir das einfach umgedreht und die neue Religion ist die Wissenschaft. Ich glaube an die Wissenschaft. Und einer von meinen Kollegen, der hat das mal zu mir gesagt, der hat gesagt, hey Baha, ich keine Ahnung, was jetzt richtig ist oder falsch ist, aber ich glaube an die Wissenschaft. Was ist denn die Wissenschaft, bitteschön? Wie oft hatte die Wissenschaft denn nicht recht? Versteht ihr? Das blenden wir einfach mal dezent aus. Ne, die Wissenschaft, die hat immer recht und das ist ja alles logisch. Wieso sollte man denn überhaupt? Also, das ist so mal der eine Pol, die das komplett abstreiten. Dann gibt es einen anderen Pol und das sind Menschen, die fühlen, hey, da ist irgendwas strange. Aber sie verharmlosen ihre Gefühle. Oder ihr Umfeld verharmlost, bagatellisiert ihre Gefühle und Empfindungen. Das heißt, du redest es runter, du schraubst es runter, du lenkst dich davon ab, dass du fühlst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, du trainierst dir Stück für Stück deine Intuition ab, weil deine Intuition von außen zu wenig Bestätigung bekommt. Natürlich bekommt sie keine Bestätigung von außen, weil ja unsere Intuition abgeschaltet werden soll. Das ist auch einer der Gründe, wieso diese lemurianische Energie jetzt downgeloaden wird, weil sie verknüpft ist mit unserer inneren Weisheit und Intuition. So, wenn du das über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder gemacht hast, dass du deine Intuition, dass du nicht hingehört hast, dass du deiner Intuition nicht gefolgt bist, dann wird sich deine Intuition irgendwann ausschalten. Sie wird nicht mehr funktionieren. So, wird aber das Gefühl, das du hast, dennoch bleiben? Natürlich. Du wirst aber eine riesengroße Wand aufbauen zwischen dem, was du fühlst und zwischen dem, was du dir erlaubst zu fühlen. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Was du fühlst und was du dir erlaubst zu fühlen, da ist auch wieder eine riesengroße Kluft. Das heißt, du spürst die Dinge, aber weil du es dir nicht erlaubst, es zu fühlen, generiert es einen immensen Druck in deinem Energiesystem, in deinen Chakras, in deinem emotionalen System, in deiner Psyche, in deinem Körper. Das kann sich sogar bis auf Organebene ausdehnen. Das heißt, da ist ein immenser Druck da, weil du es dir nicht erlaubst, zu fühlen, dass jetzt aktuell in diesen Weltgeschehnissen irgendetwas faul ist. Ich weiß, viele von euch haben den Film Matrix gesehen, oder? Und ich nehme das gerne einfach so als Symbol oder nutze ein paar metaphorische Elemente aus diesem Film. Und ihr kennt alle Mr. Smith. Mr. Smith gibt es x-mal, Dutzende, hunderte Mal. Und Mr. Smith kann sich wie eine Art von Programm überall reinladen. Das heißt, mit einem Schlag verwandelt sich der Mensch in einen Beschützer und Verteidiger der Matrix, der normalen Programme, der Systeme, die uns unsere Intuition nehmen wollen. Und was macht Mr. Smith? Er läuft rum und versucht, diese Fehlercodes in der Matrix auszumerzen. Das heißt, die Fehler in den Programmen auszulöschen. Und einer von den Fehlern ist Neo, das ist der Auserwählte, also eigentlich du.
der spürt, dass da irgendetwas komisch ist, dass er eine Mission hat. Er folgt letzten Endes ja auch seiner Intuition. Und Mr. Smith ist natürlich sein Erzfeind. So, und das ist so eine aktuelle Situation, die wir erleben, oder? Und ich glaube nicht daran, dass es tatsächlich hier in unserer Welt Mr. Smith gibt. Daran glaube ich nicht. Aber es gibt viele Menschen, die verhalten sich so, als wären sie Mr. Smith. Aber in jedem von uns steckt ein Neo, eine Auserwählte, ein Auserwählter, der eine ganz wichtige Aufgabe hat, der seine eigenen Gefühle und seine eigene Wahrheit wieder zurückerobern darf. So, es gibt aber viele Menschen, die fühlen sich sehr bequem und geschützt in der Rolle von Mr. Smith und sie verteidigen die Matrix. Sie verteidigen das, was in den Nachrichten durchkommt. Und wir müssen einfach gucken, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Das Wichtigste ist, bitte zieh nicht in irgendeinen sinnlosen Kampf und hab Mitgefühl mit ihnen. Sie machen das aus einem einzigen Grund und der Grund ist Angst. Angst davor, sich einzugestehen, dass das, was sie fühlen, richtig sein könnte. Und wenn sie sich das eingestehen, dass es richtig sein könnte, müssen sie sich vielleicht auch eingestehen, dass sie zu lange gewartet haben, zu wenig verändert haben. Sie müssten dann in die Verantwortung ihrer Kraft kommen und auch davor haben sie wiederum Angst. Das heißt, diese Menschen haben dein Mitgefühl verdient. Nicht, dass du gegen sie ankämpfst, nicht, dass du gegen sie rebellierst. Letzten Endes, und das ist das, was auch im Channeling durchkam, wir verlieren dadurch Energie. Und vor allem diejenigen unter euch, die das Gefühl haben, hey, ich bin im Team Atlantis, bitte, bitte, hüte dich davor, dass du dich in irgendeinem sinnlosen Kampf verlierst. Es ist so wichtig, dass wir das nicht tun. So, jetzt nochmal zurück zu diesem Thema Angstmacherei. Also es gibt die einen, die sagen, du Baha, was soll denn das? Wieso machst du uns denn Angst? Wer sagt denn, dass das so passieren wird? Erstens habe ich das nicht gesagt. Ich rede immer davon, dass es verschiedene Zukunftsszenarien gibt. Und eine davon, die relativ trendy ist im Moment, ist die, dass Herbst und Winter einfach dunkel sein werden. So, wenn ich jetzt live gehen würde und sagen würde, hey meine Lieben, fokussiert euch auf die Liebe, alles wird gut. Ihr merkt, wie authentisch ich das rüberbringen kann. Würden wahrscheinlich ein paar von euch dann auch mich anschreiben und sagen, Baha, du verschließt die Augen vor der Realität. Baha, das ist spirituelle Weichspülung. Das ist Ignoranz. Und ich glaube, im Moment sitzen wir alle zwischen den Stühlen. Wir können nicht das Richtige sagen, wir können nicht das Richtige tun. Und was wählen dann die meisten von uns? Sie wählen, stumm zu sein. Sie wählen diese emotional-energetische Lähmung und stellen sich tot, energetisch gesehen. Das ist meiner Meinung nach aber auch nicht das Richtige. Die einen werden sagen, hey, du mit deiner Verschwörungsgeschichten, du nährst nur das Feld der Angst. Die anderen werden sagen, wenn du mehr eben auf der Liebe-Seite bist, mehr dich auf das Positive fokussierst, du bist ja so ignorant, du verschließt die Augen vor der Realität. Was ist denn jetzt das Wichtige? Und klar, die goldene Mitte ist meiner Meinung nach immer das Wichtige, beziehungsweise noch viel wichtiger ist es, in sich selbst diese Tendenz zu spüren, okay, welche Tendenz habe ich? Habe ich die Tendenz, dass ich mich im Unterdrücken meiner Gefühle verliere, dass ich wegschaue, dass ich mich ablenke, dass ich mich betäube, nur weil ich Angst habe, dass ich mir eingestehen muss, dass ich meine Intuition hintergangen habe. Vielen fehlt der Mut. Die wenigsten von uns wollen das Risiko eingehen, zu fühlen. Und alles, was bis zum heutigen Tag passiert ist, und wisst ihr, vor 10 Jahren, als wir Channelings gemacht haben, es wurde das angekündigt, dass das passieren kann, dass sich die Situation zuspitzen wird, dass wir inmitten von einem Shift sind. Und jetzt, wo wir dort sind, fühlen wir uns irgendwie überrumpelt. Die Frage ist, was machen wir mit der Sache? Wie gehen wir vor? Verlieren wir uns im Drama? Verlieren wir uns im Kampf? Verlieren wir uns im Unterdrücken? Und können wir überhaupt aktuell das Richtige tun? Ich befürchte, nein. Ich glaube, dass egal was du tust oder nicht tust,
es wird irgendwo aufstoßen. Irgendwo wird es irgendwem nicht passen. Und deswegen, meine Lieben, das möchte ich jetzt hier auch unbedingt an dieser Stelle loswerden, es hat mich so sehr berührt, wie positiv ihr auf meinen emotionalen Ausbruch reagiert habt in meinem Live-Talk, der Weckruf. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe viel mehr damit gerechnet, dass Menschen dann eben mich verurteilen. Ja, Baha, du machst jetzt auch nur Angst. Ich glaube, dass vor allem die Menschen, die mit ihrer eigenen Angstenergie nicht umgehen können, überall Angstmacherei sehen oder spüren. Stell dir vor, vor 1000 vor Jahren, du bist mit deiner Sippe unterwegs und du kommst an einem Wolfsrudel vorbei. Ihr könnt euch da vorbeischleichen, alles wunderbar, sie entdecken euch nicht, ihr zieht weiter. Und ihr begegnet einer anderen Sippe, die in diese Richtung läuft, von der ihr gerade kommt. Und jetzt ist die Frage, wirst du diese Sippe, der du begegnest, wirst du ihnen sagen, hey, da in dieser Richtung gibt es ein Wolfsrudel? Oder wirst du sagen, nein, ich sage es ihnen lieber nicht, weil das könnte ihnen ja Angst machen? Also ich persönlich, wenn ich die Sippe wäre, die entgegenkommt, ich würde es vorziehen zu erfahren, dass da eine potenzielle Gefahr auf mich lauert, damit ich mich vorbereiten kann. Und so musst du diese ganze Sache mit der dunklen Zeit auch sehen. Du kannst dich darauf vorbereiten. Du bist nicht hilflos. Und ich glaube, der gefährlichste Feind ist der, der uns in einem schwachen Moment erwischt. Jetzt, wo wir noch in den Sommermonaten sind, okay, Monate sind es nicht mehr, aber wir sind noch im Sommer. Wir können jetzt bewusst noch mehr an unserer Fitness arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die körperliche Fitness, sondern psychische, emotionale, energetische Fitness. Ihr wisst, ich stelle so viele Dinge hier zur Verfügung, kostenlos, egal ob es auf Instagram ist, auf YouTube ist, nutzt die kostenlosen Angebote. Also ich denke, wenn du nur mit den kostenlosen Sessions und Live-Talks arbeiten würdest, würde sich schon immens viel verändern, wenn du diese Dinge integrierst. Natürlich kannst du dann auch gezielter an die Sachen herangehen, zum Beispiel durch das Chakra-Training. Ihr wisst ja, morgen ab 12 Uhr öffnet die Anmeldung. Später, gegen Ende von diesem Live-Talk, werde ich noch ein paar Fragen zum Chakra-Training beantworten, aber etwas anderes ist mir jetzt im Moment noch wichtiger. Also, es ist so wichtig, dass wir jetzt an diesen Dingen arbeiten. Und das heißt ja nicht, dass wenn man diese Sippe davor warnt, dass da ein Wolfsrudel ist, dass sie zwingend diesem Wolfsrudel begegnen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn wir das hören, dass es dunkel werden könnte, was macht es mit uns? Das Orakel hat damals zu Neo nicht gesagt, Neo, du bist der Auserwählte, du wirst es schaffen. Das Orakel hat das nicht gesagt. Das Orakel hat zu Neo gesagt, nein, du bist es nicht. Wir können jetzt sagen, das Orakel, das böse Orakel, es hat gelogen. Nein, es hat genau das gesagt, was Neo hören musste, um seinen Antrieb, um seine Kraft anzuzapfen. Wenn ich zu dir sagen würde, in den kommenden Monaten wird sich alles erleichtern, es wird alles wunderschön werden, wirst du dann irgendetwas verändern? Oder wirst du der gleiche Mensch bleiben? Und die Probleme, die wir auf der Erde haben, haben wir, weil wir alle, auch ich, zu oft diesen bequemen Weg gewählt haben, der gleiche Mensch zu bleiben. Obwohl alles in dir nach Veränderung geschrien hat, wolltest du gleich bleiben. Und jetzt haben wir die Situation. Haben wir das Resultat daraus? Das heißt, das Orakel hat Neo das gesagt, was Neo hören musste, um in Fahrt zu kommen, um in diese Energie einzusteigen. Sie hat ihn provoziert, sie hat ihn getriggert. Und das haben diese Botschaften, die durch die Elohim durchkamen, mit mir auch gemacht. Ich spüre seitdem so einen immensen Antrieb und so ein immenses Feuer. Also ich muss mich wirklich abbremsen, sonst würde ich hier glatt irgendwie 2, 3 neue Online-Trainings gleich erschaffen und, keine Ahnung, auf mehreren Kanälen 3-mal am Tag live gehen, online gehen. Ja, also das ist die Frage. Und wir leben in diesem Paradigma,
dass wir immer noch, und es ist leider so, Schmerz und Druck brauchen, um uns zu bewegen. Die wenigsten Menschen schmeißen ihren Motor an, wenn man zu ihnen sagt, du bist gut so, wie du bist. Was nicht heißt, dass das nicht so ist. Aber hilft dir das zu hören, um dein Feuer zu entfachen? Und wenn wir auf die Straße gehen und in die Augen blicken, wir sehen kein Feuer mehr. Das ist die wahre Bedrohung, dass Menschen ihr Feuer verlieren, dass Menschen das Vertrauen in ihre Gefühle verlieren, in ihre Intuition verlieren. Wir spüren etwas und außen sehen und lesen wir die ganze Zeit das absolute Gegenteil. Es wird uns immer wieder gesagt, das, was du fühlst, stimmt nicht. Also hör auf, dich auf dein Gefühl zu verlassen und verwandle dich lieber in Mr. Smith. Neos werden nicht gebraucht. Und das dürfen wir nicht glauben an dieser Stelle, meine Lieben. Etwas, was man ja auch immer wieder hört. So viel Wahrheit, schreibt da jemand. Danke, meine Liebe oder mein Lieber. Ich glaube, meine Liebe. Das, was man auch immer wieder hört, so in der spirituellen Szene oder so, keine Ahnung, gibt es immer wieder mal, das gehört alles zum Plan. Das ist der Plan. Also halt deine Füßchen still, lass es über dich ergehen. Und das ist dieser Schicksalsgedanke oder Kismet. Das hat mich als Kind schon so genervt, wenn ich das gehört habe, wie... Das ist dein Schicksal. Was heißt denn das bitte? Heißt es, ich habe gar keinen freien Willen? Ich kann nichts entscheiden, ich kann nichts verändern. Und das hört sich manchmal so schicksalshaft an, oder? Das gehört alles zum Plan. Und ich verstehe schon, wieso das Menschen zu sich oder zu anderen sagen. Weil irgendwo entlastet es einen auch, oder? Dass du dir denkst, ah ja, da ist was. Da ist etwas. Das hat einen Plan. Und sorry, dass ich jetzt wieder um die Ecke kommen muss mit der Kirche, aber wir haben ja alles auf Gott projiziert und haben gesagt, also Gott hat einen Plan. Folge diesem Plan. Und ich möchte das gar nicht in Frage stellen. Es kann ja wirklich sein, dass es diesen Plan gibt und dass Gott irgendeinen Plan hat. Aber sorry, das, was jetzt gerade auf der Erde läuft, wenn das geplant sein sollte, dann finde ich den Plan mega scheiße. Also dann muss der Plan überschrieben werden, der muss geändert werden. Und ich glaube, kein Plan, hallo, wir leben in einer universellen Quantensuppe. Kein Plan ist in Stein gemeißelt. Und wer hat bitte diesen Plan denn gemacht? Wenn wir das jetzt mal aus der Gleichung nehmen, dass es da eine große Instanz gibt, die über uns steht und richtet und so weiter. Ich weiß nicht, wer noch so etwas glaubt heutzutage. Aber wenn wir das mal aus der Gleichung nehmen, wer hat denn den Plan gemacht? Ich glaube, du warst es. Ja, du. Du bist schuld an der Scheiße, die abgeht. Und versteht ihr, das ist auch wieder so die Verantwortung abgeben. Wenn du sagst, du, ich bin nicht schuld daran, der hat den Plan gemacht, sie läuft jetzt hier alles den Bach runter, aber ich bin nicht schuld daran, sagst doch, ich kann nichts daran verändern. Und super, elegant gelöst, du musst nichts tun, du musst dich nicht verändern, du kannst immer noch so kacke bleiben, wie du bist. Sorry, dass ich so direkt sein muss, du kannst immer noch das Gleiche machen wie gestern, du kannst immer noch deine Mitmenschen so behandeln, du kannst dich scheiße behandeln, du kannst genauso bleiben, wie du willst, weil hey, es ist ja der Plan, du kannst ja eh nichts daran verändern. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch sehr direkt mit uns selbst auch sprechen müssen. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen verliebt in diesen Gedanken, dass wir mit dem Ganzen nichts zu tun haben, weil es uns dann auch von dieser Bürde befreit, etwas daran verändern zu können. Du, überhaupt, ich kann nichts daran ändern. Und ich kann mich so an Gespräche erinnern mit Menschen aus meinem Umfeld. Du, weißt du, Baha, ich möchte einfach daran glauben, dass das wieder gut wird. Und dann kommt so dieses künstliche Lächeln im Nachhinein. Weißt du, Baha, es wird alles wieder gut werden. Du, ich habe jetzt einfach für mich entschieden, dass ich jetzt glauben möchte, dass alles gut wird. Ja toll, ich möchte auch glauben, dass alles gut wird. Aber wenn ich tief in meinem Bauch spüre, da ist eine Kacke am Dampfen, dann kann ich noch so viele Räucherstäbchen anzünden, die werden vielleicht nur mal für eine kurze Zeit diesen Kackegeruch übertönen, aber die Scheiße wird weiter dampfen. Und wisst ihr, wir müssen diese künstlichen Räucherstäbchen-Aktionen
müssen wir hinter uns lassen und uns zu unserem Gefühl stehen. Zu unserem echten, authentischen Gefühl stehen. Weil wenn diese Menschen sagen, du, Baha, ich möchte daran glauben, dass das alles wieder gut wird, aber gleichzeitig im Innersten das nicht glauben können, dann entsteht ein immenser Konflikt, eine Inkongruenz, über die ich ja bereits schon gesprochen habe. Das heißt, du bringst dir selbst bei, dass du nicht nach dem, was du fühlst, handeln darfst. Und das ist das größte Drama, das es geben kann. Dass Menschen aufhören, sich auf ihr Gefühl verlassen und sich selbst immer mehr und mehr darauf konditionieren, nicht nach ihrem Gefühl zu handeln. Ich glaube, dass diese ganze Schlamassel deswegen auch überhaupt entstehen konnte. Wir spüren es, aber wir erlauben es uns nicht, es zu spüren. So, und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die spüren, die Kacke dampft. Und sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit der Kacke. Sie ziehen in den Kampf, sie rebellieren. Das sind so die Atlanta. Also wenn du im Atlantis-Team bist, dann läufst du ein bisschen Gefahr, dass du dich zu oft im Kampf verlierst und dir ans Hirn fasst, sozusagen, 10-mal am Tag und dir denkst, wie kann man bloß so doof sein? Und jetzt tut nicht so, als hättet ihr das nicht gedacht. Über irgendwelche Menschen, die irgendwelche Sachen verzapfen, denk an Mr. Smith, so oft hast du es getan, ich habe es getan, dass ich mir dachte, komm, wie dumm kann man denn bitte sein? Wie kann man das nicht sehen? Wie kann man das nicht fühlen? Ich habe mich über diese Leute aufgeregt, natürlich habe ich das getan. Aber Fakt ist, Mr. Smith ist in Wahrheit Neo, der sich nicht traut und der Angst hat und der deine Unterstützung braucht. Und wenn du den gleich so degradierst und dein Mitgefühl gegenüber diesen Menschen verlierst, dann kannst du diese Menschen auch nicht mehr erreichen. Aber die Atlanta müssen diese Menschen erreichen. Die Atlanta, die können ihr Feuer nutzen, um diese Kruste aufzubrechen. Und unter dieser Kruste liegt die Intuition dieser Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir da auch wirklich achtsam damit umgehen, wie wir mit dieser ganzen Sache auch nach außen treten. Weil das Wichtigste ist, dass du nicht den gleichen Fehler machst wie die Matrix oder die Medien. Sie versuchen, die anderen von etwas zu überzeugen. Vielleicht versuchst du die anderen auch von etwas zu überzeugen, und zwar von dem, was du fühlst. Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg oder nicht der eleganteste Weg. Wenn du ganz genau zuhörst und zwischen den Zeilen auch hineinfühlst, dann wirst du merken, dass alles, was ich tue, deine Intuition wieder aktivieren soll. Das heißt, du sollst für dich fühlen, was sich für dich richtig und was sich für dich wahr anfühlt und danach handeln. Es geht nicht darum, dass du die anderen davon überzeugst, was du fühlst und siehst. Hilf ihnen, den Mut wieder zu entwickeln, es zu fühlen zu dürfen, ihre Gefühlswelt zuzulassen. Ich glaube, wir würden über Nacht ganz, ganz viele Probleme verlieren, wenn Menschen beginnen würden, wieder sich auf ihre Intuition zu verlassen. Sie würden aufwachen aus ihrem Schläfchen und sie würden erkennen, hey, wieso nähre ich eigentlich dieses System, das mir das Wichtigste, was es in meinem Leben gibt, nehmen möchte? Und das ist meine Intuition und meine innere Weisheit. Also, meine Lieben, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass du für dich mal herausfindest, welche Tendenz du hast. Übertreibung oder Untertreibung. Also mit Untertreibung merke ich, dass du fühlst, da ist was im Busch, aber dich elegant von deiner Intuition immer wieder ablenkst. Wenn du das machst, wenn du immer wieder dich von deiner Intuition ablenkst, wird deine Intuition irgendwann nicht mehr ans Telefon gehen, wenn du anrufst. Das ist so. Und Übertreibung ist auch nicht das Richtige. Also die Untertreibung, die Lemurianer, das Team Lemuria, könnte die Tendenz haben zur Untertreibung, das heißt die Unterdrückung der Emotionen. Und die Atlanta, das sind eher diejenigen unter euch, die übertreiben und die sich im Kampf verlieren und vergessen, warum sie überhaupt kämpfen und ob sie überhaupt kämpfen müssen.
wem sie was beweisen wollen, ob sie sich irgendwie in einer Spirale des Überzeugenwollens verloren haben. Das sind ganz, ganz wichtige, wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die so diese Angst spüren, wieder etwas zu fühlen, kannst du gerne auch mal in die Reflexion gehen, in einen meditativen Zustand und dir einfach wirklich eingestehen, ich habe Angst zu fühlen, dass etwas nicht stimmt. Und ich möchte glauben, dass alles in Ordnung ist. Wieso möchtest du das glauben? Weil du vielleicht weißt, dass die Zukunft unbekannt ist und dass du keine Kontrolle und keinen Einfluss haben könntest? Und über diese Dinge zu reflektieren, erscheint mir im Moment so, so wichtig, weil, meine Lieben, es sind diese drei Gruppen von Menschen. Die, die es komplett ablehnen und sagen, das ist ja logisch, das ist Wissenschaft, das ist Fakten, was machst denn da so ein Drama draus, Baha? Ist doch alles normal, läuft doch alles nach Plan? Dann sind es die anderen, die spüren, da ist was faul, aber sich nicht erlauben, das zu fühlen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sich komplett verliert in diesen Energien, überrumpelt wird von diesen Energien, in einen nicht gewinnbaren Kampf zieht und dadurch auch immens, immens viel an Power verliert. So, was können wir tun? Und ihr wisst ja, dass ich möchte hier unbedingt auch noch auf die Chakras eingehen, beziehungsweise auch auf unser Chakra-Online-Training. Für all diejenigen unter euch, die jetzt sagen, nö, ich habe jetzt keinen Bock darauf, ich will nichts über Chakras hören, das interessiert mich nicht. Ich würde dir empfehlen, trotzdem dran zu bleiben, weil unser Energiesystem ist die erste Etappe, die das Ganze abbekommt, was im Moment abläuft. Und falls du zu den Menschen gehörst, die sich im Moment extrem ausgelaugt, müde fühlen, wo die Haut schlaff ist, die Haare ausfallen, die Nägel brüchig sind, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass das Wurzelchakra in einem sehr instabilen Zustand ist. Wenn das so ist, dann verlieren wir Energie und wir verlieren Vitamine, Mineralstoffe, Mikronährstoffe. Der Körper hält es nicht. Das heißt, es ist wie, als wäre der Stöpsel unten abgezogen und es läuft und es fließt einfach raus. Du bist ständig hungrig, du bist ständig durstig und seitdem ich das jetzt für mich noch bewusster integriert habe und vielmehr auch mit meinem Wurzelchakra arbeite, fühle ich mich viel, viel besser und ich habe das Gefühl, dass das, was ich zu mir nehme, auch mehr aufgenommen wird. Fakt ist, dass alle Lebensmittel, die wir heutzutage zu uns nehmen, drastisch an Nährstoffen verloren haben. Und wenn wir unser Wurzelchakra und Energiesystem trainieren und auf das nächste Level bringen, dann schaffen wir es, aus den Lebensmitteln und Nährstoffen viel mehr Energie zu ziehen. Das heißt, es spielt dann fast keine Rolle mehr oder nicht mehr so eine große Rolle, was da noch drin ist oder nicht. Dein Körper, dein Energiesystem arbeitet mit dem, was da ist und saugt alles aus, was geht. Ein nicht funktionierendes Energiesystem, nicht funktionierende Chakras können zu einem Defizit führen. Nicht nur auf Nährstoffebene, sondern auch auf emotional und energetischer Ebene. Die Energie bleibt nicht da. Sie fließt einfach ab. Deswegen ist die Arbeit am Wurzelchakra auch so, so wichtig. Etwas, was für allem für das Team Lemuria ganz, ganz wichtig ist, ist die Arbeit am Sakralchakra. Da geht es um deine eigenen Bedürfnisse, es geht darum, was du fühlst, dass du wieder in Kontakt kommst mit dem, was sich für dich richtig anfühlt. Achtung, richtig anfühlt, nicht das, was du als richtig erachtest auf intellektueller Ebene. Das ist ein großer, großer Unterschied. Das heißt, immer mehr auch mit dem Unterbauch arbeiten, mit dem Element Wasser arbeiten, das sind alles Dinge, die das Sakralchakra aktivieren können. Und natürlich ist die Arbeit am Sakralchakra in unserem Chakra-Training ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestückchen. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr hatten vor allem Menschen, die mit diesem Thema gehadert haben, extrem viele Durchbrüche auf dieser Ebene. Team Atlantis. Solarplexus könnte am Überdrehen sein. Wenn dein Solarplexus am Überdrehen ist, dann ist alles auf einmal bedrohlich.
du kommst nicht zur Ruhe. Die Schlafqualität kann immens darunter leiden. Es kann sein, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, dass die Welt um dich herum über dich entscheidet und du irgendwie keine Kraft und keine Macht hast. Machtlosigkeit, Kontrollverlust, alles Dinge, die mit einer Instabilität auf Ebene des Solarplexus zusammenhängen können. Und die Arbeit am Wurzelchakra, Sakralchakra und Solarplexus ist meiner Meinung nach die wichtigste Arbeit, wenn wir das Chakrasystem und Energiesystem auf ein neues Level bringen wollen. Weil, wenn die unteren Chakras nicht richtig stabil sind, dann kommt oben nicht genügend an. Das heißt, hier muss sozusagen das Fass erstmal überlaufen, damit die oberen Chakras, wo es um deine Wahrheit geht, wo es um Vergebung geht, wo es um Fokus geht, wo es um Vision geht, Manifestation geht, Spiritualität geht, auch um das Leben deiner schöpferischen Kraft geht, auch um Sexualität geht. Wenn es hier unten nicht fließt, dann wird es oben nicht überfließen, aber das muss es, damit dort wieder die ganze Energie in Wallung kommt. So, aktuell angesichts der energetischen Lage ist unser Wurzelchakra und unser Sakralchakra am meisten beansprucht. Dieses Leiden auf der Erde, was wir alle spüren, die Spannung, die in der Luft liegt, die Spaltung in der Gesellschaft, all das hat eine immens belastende Auswirkung auf das Wurzelchakra. Und sagen wir mal, es gäbe nur diese Themen und nicht noch deine persönlichen Themen, dann würde vielleicht das Wurzelchakra, weil jedes Chakra hat auch Regulationsmechanismen, dann würde wahrscheinlich das Wurzelchakra das schon irgendwie wieder ausgleichen können. Aber wenn jetzt noch zu den kollektiven Themen auch noch deine persönlichen kommen, kommt das Chakra an ein gewisses Limit. Etwas, was ich bei den Fragen zu den Chakras gelesen habe, was ich so spannend fand, ist die Aussage bzw. die Frage, Bahar, wie kann ich meine Chakras heilen? Und da musste ich so ein bisschen stutzen, weil ich der Überzeugung bin, dass deine Chakras keine Heilung benötigen. Du musst ihnen aus dem Weg gehen, damit deine Chakras dich heilen. Die Chakras benötigen keine Heilung. Das sind hochintelligente Energietransformatoren und Energiespeicher, die verknüpft sind mit einer universellen Intelligenz, die auf Autopilot laufen würden, wenn du mit deinen intellektuellen Prozessen, mit deinen emotionalen Anhaftungen dieser Energie nicht im Weg stehst. Das heißt, im Chakra-Training auch, wir halten keine Chakras. Wir nehmen dich aus der Gleichung kurz raus. Und mit dich meine ich so deine ganzen ego-behafteten Geschichten, das aktive Denken, deine Zweifel, die blockierenden Ängste. Das heißt, wir nehmen das aus der Gleichung raus und lassen dann die Energie in den Chakras wieder laufen. Das heißt, es ist ein extrem selbstregulierender Mechanismus, der hinter jedem Chakra liegt. Etwas, was auch immer wieder kam von eurer Seite, Baha, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Baustellen, beziehungsweise ich stehe noch ganz am Anfang, ich kenne mich noch gar nicht aus. Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ich glaube, dass das Chakra-Training der beste Einstieg in diese Materie ist. Weil von hier aus, wenn du dir vorstellst, das ist wirklich die Basis der Pyramide, kannst du alles andere aufbauen, was mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Entfaltung deiner medialen und sensitiven Fähigkeiten zusammenhängt. Wenn das Fundament passt, dann kann es nach oben hin viel, viel leichter wachsen. Und im Chakra-Training machen wir nicht nur fundamentale Arbeit. Wir schneiden jedes lebenswichtige Thema an. Also es geht nicht nur um Energie, es geht um Beruf und Berufung. Es geht darum, deinen Herzensweg zu spüren. Es geht darum, deine Sexualität wieder in Besitz zu nehmen. Es geht darum, deine Wahrheit zu sprechen. Es geht auch um die Verbindung zu deinem Darm- und Magentrakt, zu deiner Haut, zum emotionalen System. Es geht um Vergebungsarbeit, Partnerschaft, Familie, Kinder. Also wir haben wirklich alles abgedeckt und ich möchte dich wirklich einladen, auf chakrasproject.com auf unserer Website, die sehr ausführlich alles beschreibt, mal zu lesen, was wir da alles auch aufgreifen.
Etwas, was auch ein ganz wichtiges Herzstück von diesem Training ist, ist die Arbeit an einem ganz neuartigen Chakra, das es erst seit ein paar Jahrzehnten gibt in uns, das DNA-Chakra. Und wir werden auch dort ganz explizit und intensiv daran arbeiten. Und vor allem, wenn du das Thema hast, Darm, Verdauung, Lebensmittelallergien, kann das wirklich nochmal so ein Gamechanger für dich sein, weil ganz viel ist dort blockiert und wird dann meistens durch fehlende Schattenarbeit sogar noch verschlimmert. Viele von euch haben auch gefragt, wie das denn ist, New Spirit, Life Force, Elevation, kann ich das damit kombinieren? Und wisst ihr, das ist für mich so ein großes, großes Kompliment, dass so viele Menschen, die jetzt schon mit uns auf verschiedenen Reisen sind, einfach mit uns noch weiterreisen wollen und so viel auch aufsaugen wollen, was nur geht, weil ich glaube, viele spüren, hey, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ich muss in mich, in meine Entwicklung investieren und es berührt mich so sehr, dass ich Menschen immer wieder begegne. Und natürlich ist es so, dass das Chakra-Training mit all anderen Trainings super kombinierbar ist, weil ihr müsst euch vorstellen, das sind alles verschiedene Verästelungen von ein und demselben Baum. Also der Baumstamm ist der gleiche, aber die Techniken, die Blumen, die Blüten, die Pflanzen, die Früchte sind komplett unterschiedlich, aber führen letzten Endes immer wieder zum gleichen Ziel. Und zwar, dass du deine Wahrheit lebst, deine Intuition folgst, deine Energie lebst und, wisst ihr, dir auch mal wirklich erlaubst, in deine Fülle zu kommen, Erfüllung im Leben zu finden. Ich finde, dass das viel zu kurz kommt, dass Menschen sich das erlauben, auch inneren und äußeren Reichtum in ihr Leben einzuladen. Und das Chakra-Training wird dich so stark wieder in den Fluss der Energien bringen, dass du viel besser auch wirst im Manifestieren. Das heißt, wirklich wieder in den Fluss zu kommen und Energien kommen und gehen zu lassen. Es gibt keinerlei Überschneidungen. Also das, was du im Chakra-Training findest, findest du nicht bei Life Force, nicht bei Elevation, nicht bei New Spirit. Das Einzige, was wir in der New Spirit Online-Ausbildung machen, ist, dass du dort lernst, bei jemand anderem die Chakra-Energie zu lesen. Aber tiefer gehen wir dort auf das Chakra-Thema nicht ein. Und das Chakra-Training ist keine Ausbildung, sondern ein Selbsterfahrungskurs. Ich weiß, viele von euch warten ja auch darauf, dass die Chakra-Coach-Ausbildung angeboten wird. Ich glaube, das haben wir dann, dieses Jahr kommt es nicht, also nächstes Jahr haben wir das geplant oder das Jahr darauf, weiß ich noch nicht so genau. Aber es gibt dort keine Überschneidungen. Was aber sich extrem gegenseitig befruchten kann, ist das Life Force Training und das Chakra Training und natürlich auch das Chakra Training in Verbindung mit Elevation und New Spirit. Weil das Chakra Training wird dir helfen, mit einem Schlag mehr Energie und mehr Ressourcen zur Verfügung zu haben und nicht am Limit zu sein. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir voll on fire sind und dann kommt der tiefe Fall und das ganze Leben verbringen wir in diesem Rauf und Runter. Und das Chakra-Training, das kann dich auf eine schöne Mitte bringen, wo du einen schönen Antrieb und eine gute Motivation fühlst. Und vor allem, wenn du das Gefühl hast, hey, du verlierst so ein bisschen den Faden oder den Anschluss oder du möchtest wieder mal einen Kick in dein Leben, dann kann das Chakra-Training wirklich das Richtige für dich sein. Ein paar von euch haben auch geschrieben, Bahar, bei mir sind alle Chakras durcheinander. Ich weiß nicht, ob das noch zu retten ist. Und auch da möchte ich wirklich an dieser Stelle sagen, bitte sei nicht so streng zu dir. Und vielleicht denkst du ja wirklich, dass man dir auf dieser Ebene nicht helfen kann, dass das irreparabel ist. Bitte versuch, das loszulassen. Ich weiß nicht, warum du das glauben möchtest. Vielleicht möchtest du das glauben, um dich nicht verändern zu müssen. Aber Fakt ist, dass es eine Energie in dir gibt, die nicht ausschließlich dir gehört, die du aber nutzen kannst. Und diese Energie ist verbunden mit einer Urintelligenz, mit einer dichten Form von Liebe, Offenheit und Freiheit. Diese Energie fließt durch dich und sie gehört nicht dir, sie ist aber Teil von dir und du kannst sie nutzen. Und ich finde, dass wir alle viel zu wenig diese Energie nutzen.
Und ich stelle mir das manchmal so vor wie ein verstopfter Abfluss. Wir werden auch mit den verschiedenen Energiebahnen und Kanälen arbeiten im Chakra Training. Aber viele Menschen haben aktuell einen verstopften Abfluss. Das heißt, sie wollen sich inspirieren lassen, sie wollen die Inhalte aus Kursen an sich heranlassen, sie wollen persönlich wachsen. Aber weil der Abfluss ja verstopft ist, quillt es immer über und es kann nicht tiefer sickern und sich nicht integrieren. Jetzt triggert mich wieder irgendwas hier in meiner Nase. Ihr erlebt es jetzt ganz live. Genau. Und in so einer Situation befinden wir uns, viele Menschen. Das heißt, das Energiesystem ist dicht. Es lässt einfach nichts rein, weil es komplett überfordert ist mit dem, was da drin ist. Und das Chakra-Training ist über 8 Module hinweg, das sind immer 14 Tage, darauf ausgelegt, dass du diese Energie wieder fließen lässt. Etwas, was ich auch immer wieder gelesen habe, Baha, ich bin nicht spirituell, kann ich trotzdem beim Chakra-Training dabei sein oder ich habe gar keine Vorkenntnisse? Unbedingt! Also die Chakras sind etwas extrem Mechanisches, auch wenn sie ein Teil des Energiesystems sind. Und was heißt denn nicht spirituell? Ich weiß, dass viele Menschen sich nicht als spirituell erachten, aber es liegt vielleicht einfach nur daran, dass sie da so vorgefertigte Meinungen darüber haben, was spirituell sein bedeutet. Spirituell sein bedeutet, dein Ding leben, deine Essenz leben. Das Spirituellste, was du tun kannst, ist du selbst zu sein. Mein berühmtester Quote sozusagen. Und alles andere darfst du in die Tonne kippen. Und von diesem Standpunkt aus ist jeder spirituell. Und die Arbeit an den Chakras ist, glaube ich, so eins von den essentiellsten Dingen, die wir tun können, um unser Energiesystem immer up to date zu halten und unserem Energiesystem auch zu helfen, sich anzupassen an die kollektiven Energien. Und du musst dir vorstellen, die Chakras sind Energietransformatoren. Das heißt, die Energie, die von draußen kommt, wird in den Chakras transformiert, runtergebrochen, sodass es für dich verwertbar und erlebbar wird. Wenn die Chakras das nicht machen, verstopfen die Kanäle und Rohre und es kann nichts fließen. Und das ist das Gefühl, was viele Menschen haben, dass die Energie einfach nicht fließt. Und wenn du im Team Lemuria bist, dann kann es sein, dass du diese energetische Verdichtung im Sakralchakra, im Herzchakra hast und bei den Atlantern ist es ganz klar der Solarplexus. Und das Wurzelchakra ist bei uns allen einfach im Moment wirklich unter Strom. Es ist komplett überlastet. Etwas, was ich von einem Bekannten vor ein paar Tagen zu hören bekommen habe, was ich wirklich als so ein schönes Kompliment auch empfunden habe, denkt jetzt nicht, oh, jetzt profiliert sie sich da, jetzt kommt sie da ganz arrogant um die Ecke. Nein, er meinte nur, Bahar, wenn ich das, was du sagst, losgelöst von deiner Person hören oder irgendwo lesen würde, würde ich es als Humbug erachten. Aber die Verbindung aus deiner Energie und wer du bist mit dem, was du sagst, entwickelt eine Dynamik. Und das ist mein letzter Impuls, den ich dir geben möchte. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du die Dinge, die du sagst oder das, die du tust, nicht gesehen werden, keine Wertschätzung bekommen, nicht wirken, nicht ansetzen. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du findest nicht die richtigen Worte, die Menschen verstehen dich nicht, sie verstehen Dinge, die du gar nicht gesagt hast, du hast ein Problem, deinen Standpunkt auch klar und deutlich zu machen. Du hast ein Business, aber es läuft nicht. Die Leute sehen dich nicht, sie buchen dich nicht, sie spüren dich nicht. Dann könnte das an deiner Energie liegen, die du zurückhältst. Deine Worte, das, was du tust, ist absolut nutzlos. Hat überhaupt gar keine Wirkung, wenn du nicht an der Energie arbeitest, mit der du das rausgibst an die Welt. Du könntest mein Live-Talk runterschreiben, jemandem vorlesen. Es wäre nicht das Gleiche, wie es zu erleben, hier live mit meiner Energie und mit dem, was ich bin. Und ich glaube, das dürfen wir alle mehr zurückerobern. Deine Energie, das, was du bist, wieder mit dem, was du tust, in Verbindung bringen. Weil die meisten erleben diesen Split. Und das ist auch der Grund, wieso das, was du machst, vielleicht in deinen Augen nicht genug Gewicht hat und nicht genügend bewirkt. Und das ist es, was wir heutzutage brauchen. Wir brauchen Menschen, die mit ihrer Energie nach außen gehen
und nicht davor Angst haben oder davor zurückschrecken, dass sie etwas damit bewirken könnten. Wie wäre es, dass Menschen, die wirklich von Herzen aus ein liebevolles Feld aufbauen wollen für sich und für andere, wenn die auf einmal viel mehr Power hätten und nicht mehr so viel kämpfen müssten, um gehört zu werden? Das ist eine von unseren Zielen im Chakra Training, dass du unüberhörbar, unübersehbar wirst, dass deine Unersetzlichkeit zum Vorschein kommt und dass die Dinge, die du von Herzen mit der Welt teilen möchtest, dass die nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden oder übersehen werden, sondern gespürt und gesehen werden und Menschen dadurch daran erinnert werden, dass jeder Einzelne etwas zu geben hat, wichtig ist, unersetzlich ist, Liebe ist und dass wir nicht machtlos sind und dass wir etwas verändern können. Meine Lieben, das war's von mir. Das war jetzt, ich versuche diese Live-Talks nicht über eine Stunde zu machen. Das ist so die Challenge an mich selbst, weil ihr merkt, wenn ich einmal anfange zu reden, es hört nicht mehr auf. Und ich versuche hier relativ zügig zum Punkt zu kommen und ich spare dir so ein bisschen die Zeit sozusagen, aber das Gefühl ist natürlich immer noch sehr, sehr wichtig. Lasst mir unbedingt Feedback da, meine Lieben. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Live-Talk mit der Welt teilst. Ich glaube, dass hier und da wichtige Impulse dabei waren, die auch wieder aufrüttelnd sein könnten und vielleicht dem einen oder anderen helfen, einfach mehr zur eigenen Intuition und zur eigenen Herzensstimme zu stehen. Und vielleicht hast du ja Lust, morgen, Freitag, 6. August, ab 12 Uhr startet die Anmeldung für unser Chakra Training. Ihr wisst es, es ist nur für 10 Tage offen, die Anmeldung. Und das Chakra Equipment, das heißt Workbook und auch die Bücher sind in einer limitierten Auflage. Das heißt, wenn du unbedingt Post von uns bekommen möchtest, dann solltest du definitiv nicht zu lange warten und dich direkt morgen um 12 Uhr anmelden. Ja, ich freue mich unglaublich auf diese Reise und falls wir uns nicht dort sehen, sehen wir uns natürlich spätestens hier wieder auf Instagram. Alle Informationen zum Preis, Ablauf etc. findet ihr unter chakrasproject.com, natürlich auch verlinkt in meinem Profil. Danke, meine Lieben, und danke auch für all diejenigen, die jetzt gerade auch geschrieben haben, dass sie das Chakra-Training so toll fanden. Danke von ganzem Herzen und bis ganz bald. Prost.